Die Boudica. Will. Ja, trotzdem, dass jetzt irgendwie nett aussieht. Leider keine guten Neuigkeiten zu Bodega. Bodega hat vermutlich Lymphome. Oder nicht nur vermutlich. Wir haben eine Gewebeprobe entnehmen lassen und ins Labor geschickt und das ist bestätigt. Die hat halt viele verdickte Lymphen, die bösartig sind. Wer davon schon mal gehört hat, weiß, dass das eine sehr aussichtslose Krankheit ist. Man kann da ein bisschen therapieren und ein paar Monate gewinnen. Die Therapie ist aber auch nicht ohne. Dauert auch sehr lange. Ja, hallo. Und da Bodega ja auch Bodega ist und kein Hund, der einfach so alles mit sich machen lässt, wäre das halt auch eine schwierige Angelegenheit. Bodega hat ziemlich abgenommen, hat jetzt auch die letzten Tage nicht mehr beim allgemeinen Mittagessen mitgemacht, sodass ich jetzt angefangen habe, sie halt jeden Tag hier zu füttern. Mittlerweile kommt sie auch hier zu mir in den Wagen. Ja, hallo. Hätte ja eigentlich auch gern, dass sie hier schläft, aber das möchte sie nicht. Sie schläft wieder vor meiner Tür. Also draußen auf meiner Terrasse hier. Ist ja auch okay, wird ja schön zugedeckt abends immer, ne? Habt ihr ja vielleicht auch schon mal gesehen. Ja, und das ist jetzt hier echt guter Appetit. Es war ein kleines Portionchen, ein warmes Süppchen. Mit irgendwelchen Trockenstreifen, Entenbrust oder sowas. Aber die lässt halt auch immer stehen. Hallo Bodega! Hallo Bodega! Hey! Hallo! Na komm her! Na komm her! Hallo! Aber du stellst dir ein bisschen mehr dahin. Ja. Ja. Wir schauen jetzt einfach, wie lange es ihr gut geht. Wir werden von dieser Therapie absehen. Und die verbleibende Zeit, die unter Umständen nicht so lange sein wird, so schön wie möglich zu machen. Da wir beide ein echt gutes Verhältnis haben, behaupte ich, ich kann dann feststellen, ich kann dann sagen, wann es nicht mehr geht, wann es für sie nicht mehr gut wird. Ja. Und dann werden wir da Schritte ergreifen. Ne? Dann werden wir den Weg abkürzen. Danke. Komm, das bisschen schaffst du doch. Schön mein Müll immer hier im Bild. Meine Mülltüte. Ja, hau rein. Hau den Bodega. Ja, ich werde berichten.